Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 7 im VR-Modus. Und Leute, ich habe jetzt schon echt Angst. Oh Gott. Wenn mich irgendwas erschreckt, während ich diese VR-Brille trage, dann sterbe ich wahrscheinlich. So, wir starten jetzt ein neues Spiel. Ich starte jetzt wirklich zum ersten Mal. Ich habe also keine Ahnung, was auf mich zukommt. Oh, ich spiele auf einfach. Das muss erlaubt sein. Einfach ist bestimmt schon schlimm genug. Ein Ladekringel. Zwei Ladekringel. Was ist denn jetzt? Big Screen Mode? Hey Baby, ich wollte dir nur... Ach so. Hallo und ich liebe dich sagen. Ach so. Gute Nachricht, ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ciao. Aber anscheinend bin ich nicht sehr glücklich drüber. Moment, bin ich die? Bin das ich? Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Lass mich raten, ich bin Ethan und ich suche sie. Stimmt? Telefongeräusche. Oh oh, ich rufe ihn an. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Okay. Immer noch Cutscene. Warum ist das eine Cutscene? Naja, warum nicht? Oh oh, muss ich lenken? Nein, ich dachte schon, ich fahre gegen den Baum da. Was denn jetzt? Ich glaube, hier stimmt was nicht. Wartet mal. Ah ja, neu justieren. Schon besser, aber ich sitze immer noch komisch im Auto. Oh, wir steigen aus. Gut. Jo. Hier sollte es sein. Na dann. Baum, hallo. Bis jetzt geht's noch. Bis jetzt geht's noch. Kann ich irgendwas machen? Oh, ich kann was machen. Warte, was war das? Oh, ich kann Moskitos zum Beispiel sagen. Cool. Matsch. Ein Albtraum für die Schuhe. Ein hübsches Spiel. Spielhinweise ansehen. Wie? Oh, eine Karte. Aha, und Akten. Ah ja, das erinnert schon mal ein bisschen an Resident Evil. Genauso wie das Herrenhaus da hinten. Herrenhaus. Oh, oh, ein Busch. Oh Gott, ich habe schon Angst vor so einem Ast, der vor meinem Gesicht rumwubbelt. Was passiert erst, wenn wirklich irgendwer kommt? Ich muss bestimmt da runtergehen, oder? Auf keinen Fall zu dem Haus. Nee. Wir gehen da lang. Macht's gut, ihr Trottel. Ich habe übrigens gerade... Ah, ich kann auch laufen. Okay. Mir wird übrigens echt sehr, sehr schnell schlecht in VR. Leider. Das heißt, möglicherweise werde ich mich gleich ins Mikro übergeben. Aber ich warne euch vor. Nee, werde ich natürlich nicht. Oh Gott, ich habe Angst. Irgendwas klatscht gegen die Scheibe. Bestimmt eine Katze. Okay, anscheinend nicht. Ich gehe einfach weg.
will gar nicht wissen, was da drin ist. Was stand da? Accept her gift. Nimm ihr Geschenk an. Okay. Ich sehe kein Geschenk. Aber sobald ich eins krieg, nehme ich es gerne an. Ich frage mich echt, was das macht. Dann habe ich Hände vorm Gesicht und bin super langsam. Oh, da ist jemand. Entschuldigung, Sir, ich suche meine Freundin. Die ist, glaube ich, in ihrem Haus entführt. Wisst ihr, vor was ich gerade wirklich Angst habe? Dass mir hier in der echten Welt eine Katze auf den Schoß springt. Ich glaube, dann sterbe ich sofort. Dann könnt ihr mich wegschmeißen. Das war's dann. Letztes Let's Play ever. Dann kriege ich einen Herzinfarkt. Hallo? Man kann sich irgendwie nur ganz komisch bewegen, aber das ist schon okay. Das sind lauter so Mechanismen, die verhindern sollen, dass einem schlecht wird. Oh. Ja. Ist auch schmückend. Jeder hat einen anderen Kunstgeschmack, ne? So eine tote Kuh kann auch was Schönes sein. Na, ihr Raben. Oh Gott. Aha. Ich krieg Hunger. So, gehen wir mal durch die tote Kuh hier durch. Oh. Hocke. Aha. Okay. 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 Zusammenreißen. Bis jetzt ist noch überhaupt nichts schlimm. Ich muss mich überhaupt nicht so anstellen. Bis jetzt ist alles cool. Alles ist cool. Wir sind alle Freunde hier. Oh, tote Raben. Oh nein, die Armen. Die armen Vögel. Wer kann sowas tun? Monster. So. Oh. Oh. Wo sind wir denn hier jetzt? Bin ich jetzt wieder bei dem Haus? Ist das ein anderes Haus? Glaube ich, spring mal in den Sumpf. Was kann schon schief gehen dabei? Ein kleines Feuerchen. Was wurde hier verbrannt? Oh, eine Tasche. Was haben wir da drin? Ein Führerschein. Sonst noch was? Ja, zwar schon, aber anscheinend nichts Wichtiges. So, Inventar. Was ist das da? E-Mail von Mia. Mia Winters, die suchen wir anscheinend. Dieses Menü in VR vorm Gesicht ist ziemlich cool. W. Louisiana Baker Farm, komm und hol mich. Ich verstehe und deswegen sind wir hier. Und hier haben wir, lass mich raten, ihren Führerschein. Kann ich da näher ranzoomen? Das Blöde ist wieder, das Standmikrofon steht vor mir. Jetzt kann ich mich nicht so wirklich nach vorn bewegen. Naja. So. Gehen wir mal weiter. Falls ihr das hören könnt, es tut mir wirklich leid, mein Handy vibriert gerade ganz laut. Ich kann gerade nichts dagegen tun. Ich höre es sogar durch die Kopfhörer durch. Oh Gott, jetzt wird's schlimm. Oh Gott. Okay, wisst ihr was, jetzt ohne Witz, Leute. Ich komme hierher, krieg eine mysteriöse Mail von einer Frau, die seit 3 Jahren verschwunden ist, komm hierher und find ihre Tasche verbrannt mit einem alten, verbrannten Führerschein. Spätestens jetzt drehe ich um, fahre in die nächste Stadt und rufe die Polizei. Und ich gehe nicht da rein. Ich gehe nicht da rein. Also ich gehe jetzt natürlich da rein, aber warum? Aufhören. Ich will nicht. Oh Gott. Nein. 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 Ups. Oh, wow. Hilfe. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ich höre Geräusche. Was ist hier drin?
zugekettet. Kriege ich nicht auf. Hallo? Ich... Oh Gott, das sieht aus wie die Küche in der Kitchen-Demo. Auf die habe ich echt keinen Bock. Ich habe keinen Arm. Oh, Kakerlaken. Eiweißreich. Nahrhafte Nahrung. Insekten sind der Eiweißlieferant von morgen. Eine Mikrowelle. Oh, ein Vogel. Ja, warum nicht? Oh Gott, ich will nicht mehr. Ich habe mir übrigens leider nicht... Ich habe sie nicht gefunden. Ich hätte sie gekauft, hätte es sie gegeben. Hätte ich sie zufällig im Markt gesehen, neben dem Spiel. Die Kerze. Es gibt ja extra eine Resident Evil 7 Kerze, die nach Blut, Leder und altem Holz riecht, wenn man die anzündet. Hätte ich schon Bock drauf gehabt. Aber andererseits reicht's mir auch so schon. Hallo. Ach Gott. Aber mich wundert's, dass mir noch nicht schlecht ist. Ich habe nur furchtbar Angst, aber mir ist noch nicht schlecht. Oh Gott, nein. Nein. Hilfe. 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 Ich traue mich gar nicht, mich so richtig umzusehen. Bei jedem Umdrehen habe ich Angst, dass gleich was in mich reinspringt. Schau mal, Mutti, ein Klavier. Spielen wir doch mal was. Oh, das ist ein schönes Lied, das kannte ich noch gar nicht. So. Schieben wir doch mal den Führerschein in die Videokassette. What? Warum sollte das nicht gehen? Der passt doch da wunderbar rein. Oh, was haben wir denn hier? Das sind wohl die Eigentümer. Oh, was für eine reizende Familie. Na, dann mache ich mir gleich weniger Sorgen, wenn hier so... Ich höre Geräusche. Ich habe Angst. Hallo? Oh, was haben wir denn hier? Ein Foto. Lass dich mal anschauen, Foto. Was sehe ich denn da? Ich erkenne nichts. Ich erkenne nichts. Ich kann es nur wieder hinlegen, leider. Gott. Okay, hier brauche ich eine Sicherung. Und zwar die Stairs. Damit ich Licht im Flur, bei den Treppen machen kann. Muss ich jetzt da reingehen? Ich will da nicht reingehen. Okay, hier scheint nichts zu sein. Oh Gott, Leute, was tut ihr mir an hier? Was tut ihr mir hier an? Ich kann das nicht. Ich kann sowas nicht spielen. Ha. Das ist auch mal eine etwas andere Kopfbedeckung. Ich mag ja so exzentrische Kleidungsstücke. Okay, hier ist Licht ums Eck. Hier ist Licht ums Eck. Das ist halt so schlimm. Ich drück mal da drauf. Oh oh. Stairs. Keine Reaktion. Ah, da geht's wahrscheinlich noch höher. Hurra. Hey, was haben wir denn hier? Eine Videokassette mitnehmen. Kassettentape. Ah, jetzt speichert man einen Kassettenrekorder anstatt an Schreibmaschinen. Hey, warum nicht? Ich bin dabei. Es beunruhigt mich ein bisschen, dass ich hier speichern kann. Wahrscheinlich heißt es, dass ich jetzt auch gleich sterben kann. Oh Gott, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon fertig mit den Nerven. Und es ist noch nichts passiert. Es ist einfach die Erwartungshaltung, die so schlimm ist. Weil ich weiß, gleich passiert was. Gleich passiert was ganz Schreckliches.
Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will heim. Lasst mich hier raus. Hey, ohne Witz, ihr könnt's euch nicht vorstellen, wenn ihr noch nie eine VR-Brille aufhattet. Aber ich bin einfach jetzt hier. Versteht ihr? Das ist kein Witz oder so. Ich bin hier in diesem blöden Haus hier. Ich meine, ich sitze schon noch auf meinem Sessel und so, ne? Aber es ist schon sehr intensiv. Schauen wir uns mal das Video an. Nanu. Das ist ja weird. So. Schön. Passiert noch was? Oh, jetzt passiert was. Ich wünschte, es wäre nichts mehr passiert. Was für diesen Typen? Moment, spiele ich das jetzt? Das kenne ich doch schon. Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Leute, ihr seid mir schon unheimlich genug. Wie seht denn ihr aus? Neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Du, du, du. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Jo. Danach filmen wir das Intro. Ich bin dabei. Genau wie immer also. Jupp. Sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Verzückt. Wenigstens sind wir zu dritt. Was soll da schon schief gehen? Ihr habt hoffentlich eure Waffen dabei. Leute, die Waffen? Wir sind in den USA, oder? Hier hat jeder Waffen. Laufen wir? Okay, los geht's. Nee, ist anscheinend abgeschlossen. Lasst uns wieder nach Hause gehen. Das hat keinen Sinn. Komm, nee. Wir können hier nicht einbrechen jetzt. Leute. Tja. Weißt du was? Nach dir? Jetzt haben wir es verdient zu sterben. Danke. Warum? Weil wir das kaputt gemacht haben. Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Hat irgendwer eine Kamera? Filmt das Ganze irgendwer? Film ich? Natürlich film ich. Vertretung Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Natürlich film ich. Ich schaue mir ein Video an gerade. Das Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Crunchy. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße! Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was machst du? Okay, Kamera läuft. Der kommt schon, der kommt schon. Lass uns filmen einfach. Unprofessionell. Unprofessionell. Bist du. Wo ist der? Ich weiß nicht, ich habe nichts gesehen. Unglaublich. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Du bleibst bei mir. Ja, aber definitiv. Ich bewege mich keinen Meter von dir weg. Ich klebe an deinem Hintern wie ein Kaugummi. Achtung, Achtung, ich kann hell sehen. Da drin ist ein Fernseher. Aha, guck mal. Oh, mach mal auf, ein Fernseher und eine Couch. Wirst du gleich sehen. Andre! Wo zum Teufel ist der? Tada! Andre, wo bist du, Mann? Alter, wir haben die dunkelsten Taschenlampen, die man für Geld kaufen kann. Vielleicht haben wir sie nicht gekauft, sondern irgendwo gefunden oder so. Was zur Hölle? Ja, er ist bestimmt den Kamin hochgeklettert. Du hast absolut recht. Oh! Soll das ein verdammter Witz sein? Oh. Okay, neuer Plan.
Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Okay, guter Plan. Ich bin dabei. Ich kletter mal in das Loch hier. Was soll schon schief gehen, oder? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich habe Angst, mich umzudrehen. Was ist? Hier ist Klopapier oder sowas. Oh, ich habe André gefunden. Es geht ihm gut. Alles okay. Wir können nach Hause gehen. Hey, André. Wie unangenehm. Okay, das hätten wir. Mann. Genau, das ist die angemessene Reaktion, nachdem er das gesehen hat. Mann. Ich würde eher sagen, the fuck? Jetzt sowas von wie weg, nix wie weg hier. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ihr könnt mich wegschmeißen jetzt. Ich brauche jetzt eine Woche Urlaub. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon zu fix und fertig. Und es war noch überhaupt nichts. Weil das mit André war vorhersehbar und so. So, Leute. Ich sage euch was. Ich speichere jetzt hier nochmal. Und jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Ich kann nicht mehr. So viel zur ersten Folge von Resident Evil 7 Biohazard. Beim nächsten Mal bin ich tot. Wahrscheinlich. Beim nächsten Mal sterbe ich. Also wenn ihr das miterleben wollt, dann seid wieder mit dabei beim nächsten Mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss mich kurz sammeln. Achtung! Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte und abonniert vielleicht den Kanal und schaut doch mal auf Facebook, Twitter oder Instagram vorbei. Auch da findet ihr Landsquid Birdrider und könnt gerne folgen. Auf Patreon könnt ihr mich gerne unterstützen, denn ich werde bald ein neues Herz brauchen, wenn das so weitergeht. Deswegen bitte spendet Geld für meine zukünftige Gesundheit. Danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.